Hallo Leute, ja, was habe ich alles gemacht? Also, als erstes, ich war bei der Kalzakot-Höhle wieder, hab die Levels gemacht, wo ich Bronze und Silber hatte auf Gold und nichts Besonderes, außer bei Kalzakot-Höhle 14, da kam dieses braune Dings und hat mich wieder geheilt, so ein braunes Stein, ein braunes Ding, und ja, das war alles. Und was habe ich noch gemacht? Und ich habe Hoji Seele gemacht, also die normale Bombe, die ich hatte am Anfang, also die hier, ist nicht für die Hoji-Seele. Die andere, diese Fassbombe, die ich hatte, das ist für Hoji-Seele. Da kommt sowas raus. Du hast sie gebracht. Perfekt. Ja. Und sagst du jetzt etwas? Die haut ganz schön rein. Wie willst du das wissen, was du mal ausprobiert? Verwende sie, wie du willst. Oh. Und noch eine Sache. Achte darauf, dass du immer Herz hast. Herz zu haben ist das Wichtigste für Werkzeugbenutzer. Ich werde dich bestimmt noch einmal rufen, Roxas. Ja, du alter Fettsack. Und ein Tipp nur. Also, ich weiß nicht, wie man die Geister befreit. Man muss einen Wert von 3800 haben. Dann kann man alle Geister befreien. Ich habe jetzt, das hat sehr lange gedauert. Also, ich habe alle Werte auf 3800 gemacht, bei jedem. Außer bei Uhr, das habt ihr schon längst gesehen. Also, um das zu machen, müsst ihr jetzt eure MP-Punkte, also Mystik-Punkte, immer voll haben. Dann geht ihr auf das Feld oder irgendwo anders und besiegt Monster mit den Fähigkeiten von euren Charakteren hier, also von Miyaki oder so. Jedes Mal, dann steigt es auf 16. Und bei einer bestimmten Anzahl, also bei 3400, fängt es an, irgendwie nur 4 Punkte zu rechnen. Also dann 3806, 3812, immer so weiter. Ab da müsst ihr nur bis 3800 machen. Dann habt ihr die Fähigkeiten, also dann könnt ihr das schaffen, die Geister zu befreien. Und Katizax hat mir eine Nachricht geschickt bei YouTube, wie man Heath heilen kann. Man muss irgendwie Gustav ansprechen, bis er seine Geschichte erzählt. Reden. Okay, jetzt muss ich mit ihm die ganze Zeit reden, bis er irgendwas über Heath erzählt. Und ja, warte, hab ich... Hä? Was ist das denn? Okay. Okay. Schwerter, Schilde, Brustplatten, Brot. Okay. Zeigen. Waffen, Schwerter. Hier. Ah ja, das habe ich auch noch gemacht. Weise gelernt. Also das Schwert von Faldo habe ich extra noch gemacht. Und das ist stärker auch noch. Super. Und das habe ich total vergessen zu sagen. Ja, ich habe das neue Schwert. Das ist viel, viel stärker. Also 200%. Das andere hatte ja 195. Ja, das ist. Freu dich darüber. Ich zeig dir was schöne Sachen. Brustplatte. So. Und reden. Okay. Zeigen. Objekte. Brot. So. Und redest jetzt darüber? Nein, immer noch nicht. Zeigen. Schwert. Boah, wie viel muss ich ihm noch zeigen? Und das Besondere an Weiseglant ist, dass er MP von den Gegnern abzieht. Abzieht, meine ich. Das ist am besten. Da kann man sehr gut kämpfen. Also kämpfen und dann diese Mystikpunkte sammeln, um das Schwert, also die Geister zu befreien. Und das jetzt noch. Boah, wie lange willst du noch nicht reden mit mir? Rede endlich mit mir. Schilde, Brustplatten, Gürtel. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Okay, wieder da. Und jetzt zeigen wir ihm weiter Dinge. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Achso, Gürtel müssen wir noch zeigen. Ja, ich weiß. Du freust dich darüber. Zeigen. Ich hoffe, jetzt kommt das. Ich muss jetzt noch Schild zeigen. Dann habe ich eigentlich ihnen alles gezeigt. Jetzt komm schon. Sag was. Oh, fick dich. Warte. Komm wieder. Niemals. Und. Okay.
Okay. Mag am meisten, mag am wenigsten alles andere. Schwerter, Schilde, Brustplatten, Gürtel, Brot. Ey Mann, rede endlich mit mir. Verdammter Wichser. Hammer. Hä? So. Zeigen. Zubehör. Mann, oh Mann, wieso redet der verdammt nochmal nicht? Wartet mal kurz. Okay, eigentlich habe ich alles gemacht. Eigentlich müsste jetzt was kommen, aber kann wohl nicht. Ah, aber wir haben eigentlich schon alles, was man von ihm haben kann. Wir können jetzt eigentlich nur heilen und das ist eigentlich alles. Ja, ich zeige euch gleich die Geisterbefreiung. Aber nicht vergessen, 3800 Punkte braucht man. Reden. Ja, okay. Ah, da steht das schon. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Okay, ich hab's gemacht. Und jetzt muss ich das hier wieder zurückholen. Das auch, das muss ich wieder. Okay. Und warte, wo wollte es hin? Zubehör, Flügel. Also Rücken. Muss ich einfügen. Und so. Okay, jetzt haben wir eigentlich alle gerettet. Das ist super. Und jetzt können wir eigentlich nur noch die Geister befreien. Das mache ich doch jetzt mal. Warte, habe ich die Flügel? Ah, ich habe das Teil an, okay. Also die Geisterbefreiung kommt jetzt. Und dann kommt die im nächsten Part die Liebesgeständnisse von denen. Und wie man die macht, das zeige ich euch auch noch. Und okay, jetzt einfach mal reingehen. Also wenn man 3800 hat, einfach schlafen gehen. Da kommen die im Schlaf und reden mit euch. Also nicht im Schlaf, wenn ihr aufgewacht seid, reden die mit euch. Ich glaube, als erstes kam Rempo. Ja. Junge, bin ich hundemüde. Aber mein Glückwunsch, Roxas, dafür, dass du so weit gekommen bist. Du hast mich tatsächlich gerettet. Für einen Moment habe ich mir Sorgen gemacht, aber jetzt traue ich dir voll. Ich verlasse mich voll und ganz auf dich. Enttäusch mich nicht, Roxas. Ich denke genauso. Okay. Jetzt gehen die zu diesen Sonnenhügeln. Und da werden die alle befreit. Dieser Ort. Hier hat alles angefangen. Was ist hier los? Ich weiß es nicht. Das weiß ich nicht. Hey, sieht ihr das an? Welch unglaubliche Macht. Ich spüre nichts. Was zum Teufel ist hier los? Wie, was? Heiliges Licht, erleuchte ihn. Oh, so sieht er aus, wenn er keine Ketten hat. So kurze Arme hat der kleine Kerl. Hahaha. Sieh mich an, Roxas. Ich bin frei. Ich bin endlich frei. Okay. Das ist nur, weil du mir vertraut hast. Und nun ist es an der Zeit, dass ich mich für dein Vertrauen revanchiere. Ja. Okay, den ersten haben wir. Als nächstes kommt Mieli oder so. Die Waldgeist-Tussi. Aber bei denen ist was ganz Besonderes, sieht man das an. Gute Arbeit, Roxas. Freut mich, dass es geklappt hat. Ich hatte dort solche Angst. Und dann kamst du und hast alles wieder in Ordnung gebracht. Oh, hör mal, Roxas. Wenn ich dich brauche, rettest du mich? Natürlich. Dankeschön. Also bei denen ist was ganz Besonderes, weil sie verlieben sich in mich. Ja. Und habt ihr jemals diese Ketten auf ihren Füßen bemerkt? Ich nicht. Dieser Ort. Hat hier nicht unser Abenteuer begonnen? Warum sind wir hier? Nicht unser, ich und Repo haben hier begonnen.
Weiter geht's. Oh, toll, Roxas, komm mal hier rüber. Okay. Schau mal, ich spüre eine Menge Macht. Huch, was ist plötzlich passiert? Was passiert plötzlich? Und sie verliert ihre Fußfesseln. Juhu. Ja, Roxas, sieh mal, sie sind endlich gelöst. Meine Ketten wurden von mir genommen und meine Macht nimmt zu. Okay. Ich werde tatsächlich stärker. Aber warum haben sie sich jetzt gelöst? Was war der Schlüssel? Das ist bestimmt, weil du und ich so prima miteinander auskommen. Ich meine... Okay. Hihihi. Auf unsere Zukunft, Roxas. Jetzt kommt es. Weil sie ein Mädchen ist, wird sie sich in uns verlieben. Roxas? Ich meinte, was ich sagte. Mein Herz fühlt sich mit Wärme, wenn wir zusammen sind. Ich möchte bei dir bleiben. Ich möchte dein Gesicht sehen. Ich möchte hören, was du sagst. Oh, Roxas, willst du mein Freund sein? Sicher. Ja, ich bin so glücklich. Roxas, lass uns für immer und ewig zusammenbleiben. Okay. Das passiert jetzt auch mit Nyaki. Das werdet ihr gleich sehen, aber bei ihr ist etwas merkwürdig, weil... Der hörte sie zum ersten Mal reden. Juhu. Danke, Roxas. Lass uns für immer zusammenbleiben. Okay, ich habe mit der Stimme. Natürlich. Okay, sie redet mit uns. Wo sind wir? Oh, wartet mal kurz. Okay, es geht weiter. Wo sind wir? Boah. Ha, hier hat also deine Reise begonnen. Immer dieser große Stein. Aber ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man alle befreit hat. Vielleicht auch nichts, keine Ahnung. Hab noch nicht ausprobiert. Ich hab nie zuvor solch eine Macht gespürt. Diese Macht ist so warm. Die Ketten um meinen Hals, sie sind weg. Ich kann endlich reden. Redest du jetzt? Ich hatte davon vor langer Zeit gehört. Unsere Ketten fesseln uns an das Buch, aber sind auch ein Beweis für das Vertrauen des Besitzers. Wenn das Vertrauen groß genug ist, werden sie sich die Ketten lösen und unsere wahre Macht wird erweckt. Ja? Das Band des Vertrauens ist stark zwischen uns. Puh, danke. Ach so, scheiße. Okay, die hat sie bedankt. Danke, Roxas. Das habe ich dir alles zu verdanken. Ich möchte von nun an... Fettes Grinsen. Die redet echt so, wie ich gerade gemacht habe. Jetzt kommt es bei ihr auch. Roxas, mein ganzer Körper fühlt sich mit Wärme, wenn ich dich nur sehe. Ich verstehe das nicht. Das ist nur noch nie passiert. Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Willst du mein Freund sein? Sicher. Ah, danke, Roxas. Ist es dieses Gefühl, das man Glückseligkeit nennt? Bring mir all diese Dinge bei, Roxas. Ja, unser Held ist ein Gigolo. Und jetzt zeige ich euch mal ihre Fähigkeiten. Also von den ganzen... Also ihre Spezialattacken zeige ich jetzt mal. Zum Beende diesen Videos und beim nächsten Part geht's dann weiter mit den Liebesgeständnissen. Oh. Okay, erstmal Rempo. Los geht's. Ja, das war seine Attacke. Und das jetzt hier? Von Nyaki. Okay. Und wartet mal kurz. Okay, es geht weiter. Jetzt kommt Mieli. Ich musste kurz noch Mana sammeln. Oder Mystikpunkte, wie die man hier nennt. Jetzt kommt sie. Okay, jetzt kommt Ur. Als letztes. Und dann muss ich schnell einen Cut machen.
Die ist heftiger. Also, wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss.